Schönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Angelvideo hier bei Big Fish Media. Heute steht Friedfischangeln auf dem Programm. Ich bin heute mal wieder verabredet mit einem meiner Friedfisch-Experten hier. Heute mit Matthias Weigang, den kennt ihr auch schon aus vielen vorigen Filmen. Und heute machen wir passend zur kalten Jahreszeit, es ist jetzt Winteranfang, Spätherbst, machen wir Fiedern mit Naturköder, also Futterkorbangeln mit Naturköder, Maden und Würmer auf Friedfisch. Das hat mir der Matthias angekündigt. Klingt für mich nach einem spannenden Thema. Ich bin jetzt hier schon am Gewässer. Matthias hat hinten schon aufgebaut. Ich nehme euch jetzt mal mit und dann gucken wir mal, was der Matthias heute für euch vorbereitet hat. Moin Gregor. Grüß dich. Grüß dich. Und du hast schon aufgebaut? Ich habe schon aufgebaut. Ich habe schon ein paar Körbe mit Futter reingeworfen und ich habe gerade angefangen zu angeln. Naja, das klingt ja gut. Naturköder machen wir heute. Naturköderfiedern. Wurm und Made hast du gesagt, ne? Genau, Wurm und Made. Wir werden ein paar Würmer füttern auch. Die werden wir zerschneiden. Dafür habe ich so eine... Die Wurmschere. Die böse Wurmschere. Die heilige Schere. Ja, geil. Drei Klingen dran, da geht das alles was schneller. Ich mache die mal schnell auseinander, da kann ich mal welche schneiden. Solche Scheren sind sehr gut geeignet zum Schneiden für Würmer. Kriege ich immer so ein bisschen Angst, wenn ich das sehe. Und auch für Mais. Ja, stimmt. Oder auch für den Kameramann. Ja, ja, die Haare schneiden. Machen wir gleich einen schönen Stufenschnitt. Ja. Dann lass uns erstmal ein bisschen angeln und dann alles weitere zum Erklären. Eine Brasse. Ja? Ich denke ja. Das ist ja unser Zielfisch heute. Mit den Naturködern. Ja, Brasse fängt man da häufig mit, ne? Ja. Immer Würmer füttern, zerschneiden, Wurm am Haken und eine tote Made davor. Oder zwei tote Maden. Ja, ich glaube, ein Karpfen ist es nicht, ne? Nein, das ist eine Brasse. Ich würde trotzdem ein bisschen vorsichtig tun. Wir haben 16 Haken, ganz kleinen Haken dran. Wasser ist ja schon kalt. Da muss man die ganze Sache schon mal ein bisschen feiner annähen, ne? Petri! Und keine kleine, ne? Ja. Ist schon vorzeigbar. Ist okay, ist zwar noch keine große, aber der Anfang ist jetzt gemacht. Schön. Und was für ein Köder war das jetzt? Da war ein kleiner Wurm. Aha. Und eine tote Made davon. Ah ja. Als Stopper. Schön. Wunderbar. Meine Montage ist einfach ganz simpel aufgebaut. Wir haben hier eine Monoschnur, eine 20er auf der Rolle. Da habe ich einen Wirbel mit einem Karabiner, der läuft frei auf der Schnur. Hier ist mein Korb, ein ganz normaler Drahtkorb, ein relativ kleiner, weil wir nicht so viel füttern wollen. Das Wasser ist kalt, die Fische nehmen momentan nicht so viel Nahrung auf. Hier drunter ist ein ganz normaler Gummistopper. Dann zwirbel ich die Schnur ca. 25 cm und schlaufe da einfach mein Vorfach mit meinem kleinen Haken dran. 16er hast du gesagt? Das ist ein 16er, ja. Na, das ist schon klein. Na, so, anködern. Hier sind meine Würmer. Ich gehe jetzt ganz einfach mit dem Haken vorne in den Kopf von dem Wurm. Stehe ich den hier durch. Na. Die sind richtig mobil, die Freunde, so muss er doch sein. Zieh den hier hoch, über das Plättchen, drüber weg. So, jetzt kann er nicht mehr runter. Jetzt nehme ich mir hier eine tote Made
mache die da vorne vor als Stopper. So sieht das Ganze aus. Ja, der Wurm ist gut aktiv, ne? Schön zappelig. Ja, das mögen die Fische. So, jetzt gehen wir hin, nehmen uns immer so ein paar Würmer. Hier kommt unsere Wurmschere zum Einsatz. Dann zerschneide ich die kleine Stücke. Macht noch ein paar tote Pinkies dabei. Gehen wir mit unserem Korb da rein. Nehmen die Köder damit auf und schließen das mit dem restlichen Futter hier. So sieht das Ganze ausgefüllt. So, wir angeln ja heute mit Lebendködern, sprich mit Maden, Würmer und Kaster. Und ich zeige euch mal eben, wie man die am besten zubereitet. Wir fangen mit den Kastern an. Die Kaster kann man so fertig kaufen, die sind so vakuumverschweißt, sind lebende Tiere, das heißt, die produzieren auch weiterhin ein bisschen Ammoniak, das heißt, die stinken. Jetzt so in der Tüte stinkt das Ganze. Die machen die jetzt mal eben ein bisschen sauber, machen die einfach eine Dose rein, schütten da Wasser drauf. Dann haben wir so ein Sieb, passt exakt auf die Madendose drauf, spült man das Ganze um und lässt das Wasser einfach so ablaufen. Dann sind die schön durchgespült. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Wasser rein. Jetzt gucken wir da oben, dürfen keine Schwimmer drauf sein. Das ist eine sehr gute Qualität. Sind kaum Schwimmer drauf, die schütten wir doch so ein bisschen ab und lassen die Kaster dann so im Wasser stehen. Dann können die nicht weiter verpuppen, dann bleiben die in der Farbe und die sinken. Genau so wollen wir die auch haben. Wenn die auftreiben würden, steigen hoch, dann geht der Fisch hinterher und dann können wir den auf dem Grund mit der Federroute nicht mehr fangen. Maden, einer der wichtigsten Köder. Die sind in Sägespäne, werden die gehältert. Und die sieben wir jetzt erstmal aus. Dafür haben wir so ein Futtersieb. Einfach drauf schütten die Maden, kurz absieben, damit die Sägespäne weg sind. Die binden auch den Ammoniakgeruch, die Sägespäne. Dann machen wir uns die in die Dose zurück. Ihr seht, jetzt habt ihr schöne Maden ohne die Sägespäne. Das ist hier alles, das brauchen wir alles nicht, das schmeißen wir weg. Jetzt gehen wir hin, haben wir so einen Madenreiniger. Ja, den streue ich jetzt hier drüber, dann werden die Maden schön trocken. Die sinken nachher besser, die sinken schneller und bindet auch noch den Rest Ammoniakgeruch. Dann sind die Maden schön sauber. Einfach hier so ein bisschen drüber. Da durchrühren. Nochmal kurz absieben. Und fertig. Jetzt habt ihr schöne saubere Maden. Falls da noch ein paar Schluffen, Tote drin sind, da könnt ihr auch mit so einem Madensieb einfach laufen lassen. Aber die sind jetzt von der Qualität top. Da ist kein Toter drin. Ideal zum Angeln. Und dasselbe machen wir jetzt auch mit den Pinkies. Absieben. Sägespäne weg. Madenreiniger drauf. Durchrühren. Absieben. In dem Fall nicht fertig. Ihr seht, da sind ein paar Tote oben drauf und die wollen wir noch loswerden. Also schicke mir die mal über unser Madensieb
Die Lebendigen kriechen durch, die Toten bleiben liegen. Das stelle ich mir jetzt so zur Seite. Dauert 2-3 Minütchen. Dann warten wir, bis sie durchgelaufen sind. So, dasselbe habe ich jetzt noch im toten Zustand. Das sind tote Maden und tote Pinkies. Die habe ich gestern Abend noch mit heißem Wasser überschüttet, sodass sie tot sind. Vorteil davon ist, gerade jetzt speziell in der kälteren Jahreszeit, ganz weicher Köder, der kann sich nicht eingraben, der schrumpft nicht zusammen. Nehmen die Fische oft lieber als eine lebende. Ist nicht immer so, aber manchmal, wie es halt beim Angeln ist, funktioniert das halt besser. Der letzte und für mich zum Fiederangeln der beliebteste und auch wichtigste Köder, Würmer. Die sieben wir jetzt mal eben ab. Wir brauchen nämlich später ein paar Würmer zum Schneiden. Und da soll keine Erde mit drin sein, so wenig wie möglich. Dann hat man andere Futter, ziehen wir das Ganze ab. Und die Würmer stellen wir jetzt in eine Dose. Dann wühlen die den restlichen Dreck, den heben die hoch. Wenn man ein bisschen wartet, und dann kann ich die restliche Erde gleich dann noch von weg machen. Als Futter verwende ich heute unser Next Generation Sweet Fishmeal Mix. Der ist für die normale Futterkorbangelreihe, nicht für die Method. Der ist extra dafür entwickelt worden. Löst sich optimal aus dem Korb, hat nicht die extreme Bindung wie ein Method Futter. Und das verwende ich heute. Habe ich gestern Abend schon mal vorbereitet. Ja, dann kann das schön durchziehen. Dann ist das schön passiv. Genau wie man das im Winter um diese Jahreszeit braucht. Nummer 2. Eine Rute ist ja krumm. Was denkst du, was ist es? Eine Brese, unser Zierfisch. Schon wieder Brasse, schön. Hat jetzt wieder ein bisschen gedauert, ne? Ist ein bisschen. Ja, die sind ein bisschen bockig heute, ne? Aber es ist Winter, also Spätherbst, Winter ist ja normal. Und die Temperaturen gehen immer rauf und runter. Und jetzt waren noch die Nächte, die letzten Nächte waren richtig kalt. Wasser ist eiskalt. Und die Fische schwimmen noch nicht so richtig mehr. Ne? Muss jetzt mal ein bisschen kälter bleiben, über eine gewisse Zeit. 2-3 Wochen, dann beißen die aber ein bisschen besser. Eingenetzt. So muss das sein. Ein schöner Fisch. Ne? Ja. Das war kein ganz großer. Aber kann man durchaus vorzeigen. Aber ein schöner, gesunder Fisch. Schöne ja. Farbe. Schön Madewurm, das mögen sie. Genau. Und hängt wieder, ha? Jetzt läuft es ganz gut, ne? Ja. Jetzt fangen wir ja teilweise ein Fisch nach dem anderen. Ja, hin. Wirklich. Ja. Wie gesagt, dauert manchmal ein bisschen. Hat heute ein bisschen länger gedauert, aber... Es ist ja auch nicht Sommer. Es läuft, ne? Und wieder Brasse? Natürlich. Aber das habe ich dir heute Morgen gesagt. Wir sind auf die Brasse aus. Ja, ne? Stimmt. Ich hatte ein bisschen auf Karpfen gehofft. Nee, da müssen wir ganz anders. Wenn wir Karpfen haben wollten, dann hätten wir ganz anders geangelt. Da hätten wir mit dem Method geangelt, mit Mini-Boilies. Wir wollten ja eine Geschichte machen mit Made, Wurm und Co. Oh, das hat auch geklappt bis jetzt. Der nächste. Du siehst auch, wie schlapp die hier vorne schon teilweise ankommen, weil das Wasser so kalt ist. Guck mal, das ist eine richtig schöne Dicke. Ah, das ist wirklich eine Dicke. Sehr schön. Schön Gold. So muss das sein. Ja. Unser Angeltag hier, unser halber Angeltag hier mit dem Matthias ist vorbei. Matthias, du hast eindrucksvoll gezeigt, es müssen nicht immer die modernen Köder sein beim Futterkorbangeln. Pellets, Boilies sind zwar gute Köder, aber auch Wurm und Made geht noch, ne? Ja, na klar. Eine schön alte klassische Angelart mit der Fiederrute, mit Made, Caster, Wurm und Co. Funktioniert hervorragend. Da haben wir schöne Brassen mit gefangen. Weil jetzt manche immer fragen, wo ist das, wo hier geangelt wurde. Glaubt da, Matthias, das ist hier dein holländischer Heimatverein, ne? Kann man so genau, sagen. Genau.
Wo ist das hier ungefähr? Das ist der Verein, heißt HSV der Hexenberg. Okay. Der Hexenberg ist ein Stadtteil von Herlen. Mhm. Ist unweit von der Grenze von Aachen entfernt. Also hier kann auch jeder angeln. Jeder, der hier gerne angeln möchte, kann das machen. Also Tageskarte oder sowas? Du kannst einen Tagesschein kaufen, der kostet 7 Euro für den ganzen Tag. Das ist günstig. Ist richtig billig. Ja. Und hier ist ordentlich was Fisch drin. Hier kann man richtig schön ein paar Stunden verbringen. Ja, also ein bisschen mal informieren. Wenn ihr hier mal angeln wollt, könnt ihr das tun. Ansonsten ist jetzt hier Schluss für dieses Video. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao.